Schauen wir uns einfach erstmal um. Also, das ist Haven Springs. Eine winzige Stadt mit eigener Radiostation, Plattenladen und Apotheke tief in den Bergen. Für die Fahrt hierher braucht man auf jeden Fall einen starken Magen. Am liebsten würde ich weiterhören. Aber wir müssen uns ja auch ein bisschen umgucken. Das schreit nach Kleinstadt. Red Rock Sommerkonzert. RCT Sommerverlosung. Verpasst sie nicht. Familienporträts einer Auftragskunst. Charlotte Harmon. Zeit für einen Frühjahrsputz. Guck da. Ich verspüre hier Indie-Vibes. Okay, echt obskure Indie-Vibes. Ich hab Fragen. Und so bunt. Könnte ich ja noch ich verspüre hier Indie-Vibes. Okay, und so bunt. Katze. Moment. Ist das die Warteliste? Ja klar, als wenn ich die Katze erschrecke. Ganz ruhig. Ich will nur kurz... Okay, alles gut. Dickige Katze. Ich bin überrascht, dass du noch beide Hände hast. Naja, leider sitzt sie auf der Warteliste. Wir könnten sie mit ihrem Spielzeug weglocken. Das da wäre. Hilf mir mal. Notfallgitarre. Im Falle einer coolen Jam-Session Glas zerbrechen. Okay. Heute meine ich. Arbeit ist eine exzellente Art, um verantwortungsvolles Verhalten zu lernen, Alex. Radiokabine. Ich finde es toll, dass die Stadt ihre eigene Radiostation hat. Ich glaube, sonst ist hier nicht viel los. Ich habe in der Schule einen Aufsatz über Jane Eyre geschrieben. Irgendwann würde ich es gern mal lesen. Colorado steht auf alternativen Rock. Okay. Hier war, glaube ich, noch irgendwas. Die neunte Wächterin. Heldin der intergalaktischen Friedenskriege und Freundin einsamer Kinder auf der ganzen Welt. Na. Glück gehabt mit dem Katzenspielzeug? Noch nicht. Also, was denkst du? Irgendeine Ahnung, was Gabe so hört? Ich glaube, er fährt voll auf die akustische EDM-Szene ab. Ist das nicht ein Widerspruch? Wie in jeder guten Musik. Wow. Dieb. Tja, es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Dann suchen wir mal das Katzenspielzeug. Vielleicht in der Box? Was wäre, wenn er nichts anderes mehr hört als Smash Mouth? Und vor allem Coverbands. Ugh. Dann enterbe ich ihn. Scheiße. Nee, kein Katzenspielzeug. Vielleicht da drin? Vielleicht sind's ja Celine Dion's Greatest Hits.
Du meinst The Essential Celine Dion? Eine echte kanadische Legende. Nichts. Vielleicht ist es in dem Karton. Oh. Und da haben wir es. Gut geraten. Oh je. Soll das eine Maus mit Geweih sein? Halt die Ohren steif. Falls ich durch diese Katze tragisch zum Tode komme, sag Gabe, dass es mir leid tut. Oh, armes Kätzchen. Ha, wer ist jetzt das überlegene Säugetier? Ja. Wow, gute Idee. Danke. Für einen Typen aus dem Wald habe ich dieses Kundenservice-Ding ganz gut drauf. Mhm. Gabe Shen, Tiny Blue Bot. Kings of Leon. Okay. Also klar. Moment. Gabe und ich haben damals ständig zusammen Platten gehört. Wir haben alles um uns herum vergessen und stundenlang abgerockt. Du musst mir unbedingt erzählen, wie Gabe als Kind so war. Je peinlicher, desto besser. Er tat nur cool. Aber er war ein echter Nerd. Er hat einmal so getan, als springe er von der Bühne und fiel vom Bett. Verstauchte sich den Fuß. War lustig. Mit deiner Hilfe kommen wir endlich mal an Gabes allerpeinlichste Geschichten. Okay, das sind dann genau 20. Nein, dein Ernst? Du ziehst das jetzt echt schon wieder an? Nein, komm schon. Hast du überhaupt irgendeine Ahnung, wie viel Zeit ich da reingesteckt habe? Vorbeikommen. Ich arbeite gerade. Das nennt man einen Job. Tja, aber wer noch nie gearbeitet hat... Ich kann gern übernehmen, wenn du kurz raus musst. Hey, warte mal kurz. Meinst du das ernst? Du hast doch eine Playlist, oder? Ich glaube, das kriege ich schon hin. Du bist meine Rettung. Oh, aber kein Vogelgezwitscher. Bin schon auf dem Weg. Die Orga von dem Lab nervt so krass. Alles okay? Alles okay, danke. Hat sie gerade wirklich Lab gesagt? Ja. Steph ist nicht nur DJin, sondern auch die Königin der Haven Nerds. Klingt, als gäbe es Ärger im Königreich. Ja, ich wusste doch, dass ich dich hier finde. Ist wieder alles gut mit Charlotte? Dank deiner Hilfe. Ihr müsst euch kennenlernen. Ihr versteht euch bestimmt. Also, meine zwei liebsten Menschen an meinem liebsten Ort. Was führt euch hierher? Wir haben uns unterhalten über Vogelrufe und Vogel-CDs. Er ist ganz vernarrt in Vögel. Schuldig. Du weißt schon, dass sie hier bleiben soll, oder? Was für ein Glück, dass ihr euch jetzt kennt. Dieser Kerl ist nicht nur mein bester Freund, sondern auch der beste Touristenführer für Haven weit und breit. Und dieser Kerl zapft die besten Biere. Hey, noch was. Mac war vorhin hier und er will dringend mit dir reden.
Er weiß, wo er mich findet. Meine Schicht fängt in 20 Minuten an. Kommst du mit? Also. Ich komm nach. Ich muss noch eine Radiosendung moderieren. Ich sag kurz Hallo. Was dagegen? Klar, kein Problem. Was geht, Monsterjäger Thaenor? Hey! Eine Woche bis zum Lab. Aufgeregt? Auf jeden Fall. Guter Mann. Wir müssen uns noch mit Snacks eindecken. Wird eine echt lange Fahrt. Meinst du, wir fahren mit Steph? Wir schauen mal. Sie ist der GM, also muss sie wahrscheinlich sehr früh in Denver sein. Was geht heute Abend? Mom sagt, ich soll in der Lantern bleiben, bis sie von der Arbeit zurückkommt. Aber, ich wäre echt lieber zu Hause. Wäre das okay? Geht klar, Mann. Aber ich sehe mir nachher deine Hausaufgaben an. Mach die fertig, kapiert? Kapiert. Hat mich gefreut. Ja, mich auch. Bis dann. So weird, du in dieser Dad-Rolle. Dad-Rolle? Nein. Nein, 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 nein. Ich bin besser als ein Dad. Ich bin wie ein Dad Plus. Wir vertrauen uns. Er erzählt mir Dinge, die er Charlotte nicht sagt. Ethan hat gelogen, was das Erkunden der alten Mine betrifft. Er hat mir sein Geheimnis anvertraut. Soll ich es bewahren? Oder soll ich ihn verpetzen? Was machen wir? Oh, ich kann doch solche Entscheidungen nicht treffen. Wir bewahren's. Was ist los? Ja, du bist nur wie Pooh der Bär für Ethans Christopher Robin. Ja, genau. Genau so ist es, ja. Außer dass, naja, du datest seine Mom. Dann kennst du meine Pooh der Bär Fanfiction noch nicht. Wow. Was? Gehen wir deine Sachen ablegen? Sieht also eine Bergbaustadt aus. Ich dachte, hier würden mehr Typen in Overalls rumlaufen. Mit komplett verrußten Gesichtern? Ganz genau. Was wird hier denn abgebaut? Damals war es Silber, ist ewig her. Und jetzt? Uran. Die sprengen diese riesigen Löcher in die Berge und verkaufen das Zeug an Atomkraftwerke. Wow. Ja, heute Abend gibt's sogar die nächste Sprengung. Ist ziemlich krass. Glaub ich gern. Na, sieh mal an. Jet, hey, ich muss dir jemanden vorstellen. Alex, das ist mein Kumpel Jet. Kumpel, verdammt. Hör dir diesen Bullshit an. Er meint, sein Boss. Ihnen gehört die Black Lantern. Seit ungefähr 12 Jahren. Schön, dich zu treffen, Alex. Hab verdammt viel von dir gehört. Ja? Nur schlimmes Zeug. Überwiegend Lügen. Dein Bruder labert nur Scheiße. Wusstest du das? Er hat sich fast in die Hosen gemacht, als er hier auf dich gewartet hat. Oh, ist die Hose diesmal trocken geblieben? Freut mich, Gabe. Ich mag sie. Ja, sie ist in Ordnung. Wir gehen rein, kommst du mit? Komme gleich nach. Ich wollte mich mit Eleanor treffen wegen der Dekoration für das Frühlingsfest. Hat er schon vom Fest erzählt? Nicht so wirklich. Ich erzähl dir später davon. Wenn der anfängt zu reden, hört er nicht mehr auf. Ich bin redselig, verdammt nochmal. Das nennt man charmant.
Oh, bevor du gehst, will ich dich lieber mal warnen. Mac hat sich wieder diesen Scheiß in den Kopf gesetzt. Hab's gehört. Ja, naja. Nur, dass du's weißt. Pass lieber auf. Egal, kommt erstmal in Ruhe an. Alex, hat mich gefreut. Gleichfalls, Jet. Servus. Also, Frühlingsfest klingt wie Abschlussball in den Bergen. Es ist viel cooler, als es klingt. Ach, als ob. Hier geht doch sicher so ein Wickerman-Shit ab. Hey, woher weißt du das? Ist nicht dein Ernst. Und hier wohnst du? Kling nicht so überrascht. Als du gesagt hast, dass du eine schöne Wohnung hast, dachte ich, sie wäre klein und gemütlich. Willkommen in meinem Heim. Ernsthaft? Das ist krass. Und das Beste ist, es ist eigentlich deins. Ich bin eh meistens bei Charlotte. Wie, was meinst du mit, es gehört mir? Naja, es sind diese Orte, die Leute haben, um darin zu wohnen. Wir nennen es ein Zuhause. Ich meine es ernst. Das hier soll ein Neuanfang für dich sein. Gabe. Ich... Danke. Kein Ding. Versprich mir nur, dass du nicht zu viel Partys feierst und du alles abfackelst. Jet bringt mich um, falls das wieder passiert. Geht klar. Haben wir die Sache mit dem mich anstarren nicht schon hinter uns? Naja, ich habe mir dich genauso vorgestellt. Echt? Und hast du dir mich so vorgestellt? Du hast dich kaum verändert. Wirklich? Siehst immer noch aus wie 15. Klappe. Ich meine, klar bist du ein Mann, weißt du? Aber du hast immer noch dieselben Gesichtsausdrücke und so. Du bist immer noch du. Danke. Was gut ist, denn wenn du nicht mehr du wärst, müsste ich dein Geschenk jemand anderem geben. Was? Überraschung. Hey, ist das... Das ist das Album, das ich bestellt habe. Ich weiß, ich bin gut. Ich wollte es dir schenken. Naja, ich hab's zuerst für dich gekauft, also... Genau wie damals. Oh nein. Bitte nicht. Oh Gott, was kommt jetzt? Ist zu spät. Ähm.
Zeig sehen. Lebenslange Übung. Ihr habt Fragen? Du bist dran. Gut. Oh oh. Ja, nee, klar. Ja, warum nicht, ne? Du hast keinen Beat verpasst. Ach, warte kurz. Ja. Hey, Mac. Was ist los? Irgendwas stimmt nicht. Ich habe Rileys Nachrichten gelesen. Ich weiß, dass ihr euch heimlich getroffen habt. Es ist nicht so, wie du denkst. Oh, gut. Wird. Sonst hätte ich gedacht, du vögelst meine Freundin. Alter, ehrlich, du verstehst das falsch. Sag mir, warum ich dir nicht die Fresse einschalten wollte. Nein, nicht hier. Es gibt keinen Grund, du solltest lieber mit deiner Freundin reden. Ich rede mit dir. Das macht die Sache, glaube ich, etwas, ja. Alex, hör auf! Stopp, Alex! Gabe, ouch. Ich wollte nicht. Ist schon okay. Deine Schwester ist echt gestört. Du sagst dir, ne? Oh, ihr könnt mich beide mal. Es tut mir so alles leid. Alles gut. Gabe, Alex, warte. Ist okay. Meine Schicht fängt gleich an. Super. Ja, das lief so semi, ne? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Mir geht's gut.
Kasten packe ich erstmal aus. Oh, das Packen wird überbewertet. Erstmal das angucken. Das glaube ich ja nicht. Gabe hat das Foto auch? Sieh dir unsere Eltern an. Mama ist gesund. Und Dad noch kein völliges Arschloch. Okay. Also haben Gabe und Riley an ihrem Bewerbungsgespräch gearbeitet und Mac dachte, die beiden schlafen miteinander? Das ist so dumm. Colorado Institute for Technology. Frau Leeds, ihre Bewerbung für die Programmierungsstartplattform im Sommer 2019 von CIT wurde begutachtet und wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass Sie zu dem Gespräch weitergekommen sind. Das Zulassungsamt wird Sie in den nächsten Tagen kontaktieren, um einen Termin für Ihr Gespräch festzulegen. Glückwunsch und viel Erfolg. Gabe, ach, es ist passiert. Bitte, bitte hilf mir bei der Vorbereitung. Riley. Wow. Ja, das lief schon ja mal alles komplett nach hinten. Das, ja. Alex? Soll ich mir das wirklich ansehen? Wow, Gabe. War ja echt eine Schnitzeljagd. Okay. Sieh auf jeden Fall Thunfisch. Und ich glaube, jede Menge Wasser. Dann können wir ja froh sein, dass es gerade keine Messerattacke war. Bei den Messern, die da liegen. Live auf Sendung vom Plattenladen aus. Wie verdammt cool ist das denn? Wenigstens habe ich mich vor Ryan und Steph zusammengerissen. Wow. Sieht aus, als hätte Ryan meinen Bruder in einen Vorzeigebürger verwandelt. Ja, sieht nett aus. Oh, diese Umgebung. Kann ja besonders so schön aussehen. Oh, krass. Sieht aus, als hätte Gabe es echt gelesen. Die großzügige Umarmung, verantwortungsbewusste Erziehung des unabhängigen Kindes. Annabelle Lightman Nguyen. Kapitel 4 ist am wichtigsten. Besprechen wir es mit etwas Wein. Ich liebe dich. Okay. Ich freue mich wirklich für dich, Gabe. Gabe beschäftigt sich mit Comics und Kunst? Er hängt sich echt rein für Ethan und Charlotte. Warte, was? Ist das ein echtes, totes Reh? Das arme Reh. Wir haben den Song nie zu Ende gehört. Ist das ein Schwert? Okay. Wahrscheinlich so ein Holzschwert für den... Gabe wollte schon immer so ein Fahrrad. Gott, Shushu wird auf diesem schönen Bett so schäbig aussehen. Sie hat mir wirklich durch schwere Zeiten geholfen. Aber das liegt jetzt hoffentlich hinter mir. Ethan hat echt Talent. Sieht auf jeden Fall gut gezeichnet aus. Okay.
Ich habe nie wieder was von Sydney gehört. Hoffentlich geht's ihr gut. Hey Alex, was geht? Bist du immer noch bei Helfende Hände? Nur damit du es weißt, ich lösche meine Konten und tauche für eine Weile unter. Ich habe ein paar Mal mit dem Typen geschlafen, damit ich einen Ort zum Schlafen hatte. Jetzt belästigt er mich. Außerdem verlasse ich Burnside. Der Aufseher ist ein Rassist und beschuldigt mich dauernd zu dealen. Ich meine, ich melde mich bei dir, wenn ich eine neue Situation organisiert habe. Mir gehen langsam die Optionen aus, aber du kennst mich. Ich werde kreativ. Ich hoffe, es geht dir gut. Ist Laura noch da? Erinnerst du dich, wie du sie verdroschen hast? Lol, vermisse dich, du Depp. Sydney. Wenigstens war ja nicht alles egal. Kann man nicht von jedem behaupten. Liebe Alex, ich würde es dir nicht vorwerfen, wenn du diesen Brief wegwirfst, ohne ihn geöffnet zu haben. Falls du ihn liest, danke, dass du mir die Gelegenheit gibst, mich zu entschuldigen. Ich war nicht bereit, ich war nicht dafür geschaffen, Pflegemutter zu sein. Der Stress, die Auseinandersetzung, das Rumschreien. Es war zu viel für mich, besonders in meinem Alter. Ich hätte es besser wissen müssen. Es tut mir leid, falls ich die Dinge für dich verschlimmert habe. Viel Glück da draußen. Mit freundlichen Grüßen, Fräulein August. Ich wünschte, die Medikamente hätten gewirkt. Okay. Okay, ich werde einmal ganz kurz aufs Klöchen verschwinden. Ganz kurz. Bin nicht lange weg. Wird nicht so lange dauern wie eben beim Essen. Thank you.